Hallo ihr Lieben, ich bin in Videolaune. Ich möchte gerne ein Thema besprechen mit euch, was durch eine Zuschauerfrage ins Dasein gekommen ist. Und nachdem ich mir das in Ruhe durchgelesen habe, dankbar bin für diese wertvollen Fragen, fällt mir auf, ja, darüber lohnt es sich mal ausführlicher zu sprechen. Denn ich hatte vorher gedacht, dass das in den anderen Videos schon etwas mehr hervorkommen würde, aber man kann solche Themen wie zum Beispiel verdeckter Narzissmus gar nicht oft genug besprechen. Ihr seht jetzt auf der Seite die Zuschauerfrage, wo es darum geht, dass pathologische Narzissten nicht in die Therapie gehen. Das ist richtig, denn warum sollten sie ja auch? Denn sie machen ja auch alles richtig. Oft sind es Menschen, die zu wenig über das Verhaltensmuster von diesen Persönlichkeiten, von diesen Mitmenschen wissen. Sie schreibt dann weiter, zum Glück gibt es immer mehr Aufklärungsvideos von Therapeuten. Dafür, denke ich, ist auch nicht nur YouTube da, sondern YouTube und dann im Speziellen auch dann solche Kanäle, wie wir das versuchen, wie zum Beispiel mit diesem, dass wir diese Psychoedukation weitergeben. Und das Thema verdeckter Narzissmus ist wirklich auch wert, dass man das auch in diesem Kanal auch bespricht. Jetzt kommt das Argument, das körperliche und psychische Leid in Partnerschaften oder Familien ist dramatisch angestiegen. Das beobachten wir alle. Das beobachtest auch bestimmt du, der du dieses Video siehst. Ansonsten würdest du dich für dieses Thema nicht interessieren. Aber lass dir auch gesagt sein, diejenigen, die sich professionell, beruflich damit auseinandersetzen, können diesen Trend leider bestätigen. Also ich kann dir eins versichern, Therapeuten würden lieber arbeitslos sein, als dass sie weiterhin diesen Anstieg an Persönlichkeitsstörungen beobachten müssten. Jetzt kommt die Frage, könnten sie noch mit Infos zu verdecktem Narzissmus, narzisstische Eltern, Geschwistern aufklären? Lieben Gruß und danke für die Videos. Sie helfen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Das finde ich sehr, sehr schön, gerade auch diese Schlussformulierung, sie helfen, Licht ins Dunkel zu bringen. Und ich habe einige Zeit darüber nachgedacht und habe überlegt, wie kann ich das Thema verdeckter Narzissmus am besten rüberbringen? Denn einfach nur verdeckter Narzissmus von Person zu Person, das ist sehr, ja, das entspricht nicht dem Gesamtthema. Und ich habe mir überlegt, dass wir mal über ein gesellschaftliches Problem des verdeckten Narzissmus sprechen. Wir werden es wie gewöhnlich in mehrere Teile unterteilen. Du siehst wieder hier die Tabelle mit den Minutenanzahlen, wo die drei Hauptpunkte sind. Wir befinden uns gleich im ersten Hauptpunkt, der verdeckte Narzissmus in unserer Gesellschaft. Das ist für mich sehr wichtig, dass die Gesellschaft einmal gezeigt wird, woher kommt diese Hinwendung zu Persönlichkeitsstörungen, diesmal jetzt also ganz besonders um Narzissmus. Dann im zweiten, dann reden wir darüber über die pathologische Struktur des verdeckten Narzissmus. Das geht dann also über Lovebombing, Gaslighting und dann als dritter Schritt die Ausbeutung und wieder dann ein Schritt wieder zurück, ein Ausblick aus psychologischer, therapeutischer Sicht, wo liegen die Gefahren, wo liegt so die Angst des Therapeuten, wo unsere Gesellschaft hintritt. Also herzlich willkommen zu einem Video, ich versuche es mal in nur 30 Minuten zusammenzufassen, mal gucken, ob es mir gelingt und ansonsten vielen Dank jetzt schon mal für deine Aufmerksamkeit. Gehen wir in den ersten Teil über. Wie ist der verdeckte Narzissmus in unserer Gesellschaft entstanden? Auch wenn das jetzt ein bisschen philosophisch ist, aber es ist wichtig, dass man erkennt, dass wir in einer Welt heute leben, die den verdeckten Narzissmus immer mehr einatmet. Und was sind das für Einatmungsgedankengänge? Du bist frei. Du bist stark, du bist unabhängig, du kannst alles erreichen, du kannst alles besitzen, was du möchtest. Wir lieben dich und wir sind immer nur für dich da. Das ist Stufe 1. Dann kommt aber irgendwann eine Stufe 2. Du bist abhängig von deinen eigenen Illusionen. Das ist deine Illusion, dass du frei und unabhängig bist. Jetzt bist du immer mehr abhängig davon. Vorher war es ein fremder Gedanke, jetzt ist es dein Gedankengang, dass du von diesen Illusionen immer mehr dich diese verinnerlichst in deinem Kopf. Jetzt kommt das von der Oberebene. Du bist abhängig von deinen Illusionen, die wir schüren. Das ist der Geist, der Spirit der heutigen Gesellschaft. Jetzt in der Stufe 3. Am Ende beuten wir dich
aus, denn davon leben wir. Liebe Grüße, dein Energievampir. Kommt dir das bekannt vor? Es wird dir alles versprochen, dann verinnerlichst du das und dann wirst du ausgesaugt. Verdeckter Narzissmus ist genau nach derselben Masche. Da werden wir aber in dem Absatz 2 über den verdeckten Narzissmus tiefer reingehen. Jetzt im ersten Kapitel geht es darum, wie ist dieser Gedankengang in dem Geist unserer Gesellschaft momentan in den letzten Jahrzehnten immer stärker geworden. Denn warum eskalieren gerade psychosoziale Probleme so stark in westlichen, in liberalen, liberal orientierten Gesellschaften? Der pathologisch Kranke, Narzissmus hat ja schon seit den 1980er Jahren massiv an Fahrt zugenommen. Und mir ist mal der Satz rausgerutscht, die Sackgasse der Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Also wir leben heute in einer Pippi-Langstrumpf-Mentalität, die den Narzissmus am besten beschreibt. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das führt zu verrückten psychologischen, in Anführungsstrichen, Erklärungen für die Auswirkungen heutiger Gesellschaftsstrukturen. Die Verdrehung von Ursache und Wirkung wird zur Selbstverständlichkeit. Das ist eine Perversion, das Verdrehen von Ursache und Wirkung. Die Wahrscheinlichkeit, Ausnahme und Regel wird zu einem Einheitsbrei. Und deswegen muss man eine realistische, fundamentale Betrachtung einfach mal heranziehen. Und das mache ich nicht alleine. Ich zitiere gerne auch Philosophen und Psychiater. Ein ungarisch-britischer Philosoph ist zum Beispiel Michael Polanyi. Er lebte 1891 bis 1976 und er schrieb 1966 ein ganz interessantes Buch, und zwar Implizites Wissen. Das ist ein Meilenstein gewesen, dieses Buch Implizites Wissen. Er spricht mit seinem Beitrag zur Emergenz zum Beispiel das an, was wir als Sozialrealismus des Unbewussten bezeichnen. Und zwar eine abstrakte, sich verselbstständigende, strukturelle Realität, welche die Verhaltensverteilungen ihrer Elemente steuert. Wie kann man das jetzt beschreiben? Emergenz kommt aus dem Lateinischen, heißt emergere, heißt auftauchen, emporsteigen, herauskommen. Und eigentlich ist damit nichts anderes gemeint als ein Herausbilden von neuen Strukturen eines Systems durch das Zusammenspiel vorhandener Elemente. Bei der philosophischen Betrachtung ist es jetzt so, dass zum Beispiel das Bewusstsein eine emergente Eigenschaft unseres Gehirns ist. Ja? Also das Gehirn schafft durch das Bewusstsein, das Gehirn ist ja vorhanden, das sind die vorhandenen Elemente, durch das Zusammenspiel der vorhandenen Elemente wird etwas Neues erschaffen, das ist die Emergenz. Das Bewusstsein ist eine emergente Eigenschaft unseres Gehirns. Und heutige Neurowissenschaftler bestätigen immer häufiger diesen Gedankengang durch die Ergebnisse ihrer aktuellen Forschungen. Meine persönliche Ansicht, etwas subtiler, etwas einfacher formuliert, die liberale Freiheits- und Aufklärungsideologie unserer westlichen Gesellschaft produziert immer mehr krankhafte narzisstische Verhaltensmuster in den westlichen Gesellschaften. So wirkt dabei direkt auf die Selbstwahrnehmung des Menschen, also die narzisstische Selbstwahrnehmung, und auch auf die fehlerhafte Fremdwahrnehmung der Strukturen, mit der Folge von Burnout, Depressionen, Neurosen. Das ist jetzt kein Bashing, das ist einfach nur ganz nüchterne Betrachtung der Fakten. Ein weiterer Psychoanalytiker, Jahrgang 1943, ist Hans-Joachim Maas. Er beschreibt das Problem in seinem Buch Die narzisstische Gesellschaft, ein Psychogramm. Und da hat er eine fast schon naive Hoffnung geäußert in seinem Buch, was 2014 erschienen ist, und zwar über die Piratenpartei. Er schrieb über die Piratenpartei, sie könnte das Internet zu einer neuen demokratischen Plattform bringen, die eine breite Diskussion ermöglicht und damit die Parteienkungelei der etablierten repräsentativen Demokratie mit deren narzisstischen Kämpfen zu entlarven. Das war seine Hoffnung, dass durch eine neue Partei, diese Piratenpartei, die etablierten Parteien fundamental erstmal gestört werden, weil die, ganz interessantes Zitat, in ihrer repräsentativen etablierten Demokratie mit ihren eigenen narzisstischen Kämpfen gestört sind. Wir würden heute sagen, das war ein frommer Wunsch mit der Piratenpartei, aber es war
ein Wunsch. Und wenn die halt mit ihren narzisstischen Kämpfen beschäftigt sind, dann sind sie es halt. Christopher Lesch ist ein Sozialkritiker, Baujahr 1932, gestorben leider schon sehr früh mit 1994. Er hat schon 1980, sehr viel früher also als alle anderen, in seinem Buch Das Zeitalter des Narzissmus eine viel realistischere Ansicht über den Narzissmus geprägt. Also das muss man wirklich sagen, Christopher Lesch war sehr weitblickend. Er zeigte auf, und zwar auf diese gesellschaftliche Veränderung, die immer mehr Narzissten, auch verdeckte Narzissten, offene Narzissten produziert, zeigte er Folgendes. Er sagte, dass jede Kultur ihre eigenen charakteristischen Muster der Kindererziehung und Sozialisation entwickelt hat, mit deren Wirkung einen bestimmten Persönlichkeitstypus hervorzubringen, jetzt kommt es, dieser Persönlichkeitstypus, der den Anforderungen der jeweiligen Kultur entspricht. Das ist ein ganz weitblickender Gedankengang. Christopher Lesch hat nichts anderes gesagt als das, was wir hervorbringen, was sich entwickelt, was als nachfolgende Generation kommt, sind alles Menschen, die sich den Anforderungen der Umgebung angepasst haben. Also eine logische Schlussfolgerung. Unsere veränderte Gesellschaft ist eine logische Weiterbildung der Anforderungen von außen. Es ist nicht die Schuld der Heranwachsenden, sondern der vorhergehenden Generation. Gestalt, Familientherapeuten, Therapeuten überhaupt werden heute zunehmend mit Opfern konfrontiert, mit den Opfern von toxischen, verdeckt pathologisch-narzisstischen Beziehungen und aus anderen Gründen ausgelaugten, ausgesaugten, energielosen Menschen. Und Narzissmus, der dafür verantwortlich ist, erstreckt sich über einen extrem breiten Bereich. Es geht also von einer gesunden Selbstliebe beginnend, das ist auch Narzissmus, eine gesunde Selbstliebe, geht aber über eine neurotische Verzerrung in der Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeits- und Beziehungsstruktur hin zu einem psychotischen Realitätsverlust. Eine Psychose ist eine psychische Störung, bei der die Realität verändert wahrgenommen oder verändert verarbeitet wird. Der Begriff des kranken Narzissmus entstammt der klinischen Psychologie und reiht sich ein in die aufsteigende Skala von manisch, depressiv, borderline, histrionisch, pathologisch, narzisstisch, soziopathisch, psychopathisch. Also wie eine Skala. Man unterscheidet grundsätzlich den offenen, grandiosen und auch den verdeckt passiv-aggressiven Narzissmus, den wir auch als Perfektionismus kennen. Oder eine Unterscheidung in männlichen, weiblichen Narzissmus. Schau dir mal nochmal die neuen Symptome des Narzissmus an. Der grandiose Narzissmus beginnt immer mit dem Punkt 1, wohingegen der verdeckt passiv-aggressive Narzissmus den Punkt Nummer 1 nicht so deutlich hat, aber alle anderen, die als, wie soll man sagen, bösartige Selbstliebe bezeichnete Abweichung von normalem Verhalten, wird nach heutigem Wissensstand, Jahr 2020, als nicht heilbar angesehen. Und die Ursache, warum diese Persönlichkeitsstörung entsteht, aus der Psychologie heraus gesehen, besteht darin, dass Kinder nicht so gesehen werden, wie sie eigentlich sind, sondern sie werden entweder unrealistisch idealisiert, massiv abgewertet oder was noch schlimmer ist, in Extremfällen emotional oder physisch sexuell missbraucht. Und dadurch entsteht eine Traumatisierung, welche praktisch nur durch eine Abspaltung von Persönlichkeitsanteilen von dem Kind wieder verarbeitet werden kann, damit das Kind dann mit der Gesellschaft wieder in Kontakt treten kann. Das kann geschehen zum Beispiel durch Empfindungslosigkeit, dass Persönlichkeitsanteile taubgestellt werden, oder durch Übertretheit oder Aggressivität und ähnliches überlagert werden. Also das ist ganz wichtig, das Kind hat einen anderen Einfluss von außen, reagiert darauf mit einer Spaltung wegen diesen Traumatisierungen, kann durch diese Abspaltung von Persönlichkeitsanteilen nur dadurch die Umgebung für sich verarbeiten. Und auch in unserer Gesellschaft, das war jetzt also der einzelne Mensch, jetzt gehen wir über die Gesellschaft, auch in unserer Gesellschaft werden einzelne Menschen in der liberalistischen Ideologie nicht mehr gesehen, wie sie wirklich sind. Wir haben eben gerade gesagt, Eltern, Kind sehen ihre Kinder entweder überidealisiert oder entwertet oder missbraucht
Und in unserer Gesellschaft werden auch Menschen in der liberalistischen Ideologie nicht mehr gesehen, wie sie wirklich sind. Das blumige Konzept einer Eigenverantwortung wird hierdurch emotional, ideologisch vollkommen missbraucht. Der liberale Gedankengang von einem freien Willen ist nicht mehr als eine Illusion und verkümmert zu einer Blockade gegen jeden gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritt. Das muss man einfach mal so sehen. Und jetzt haben wir den ersten Punkt miteinander besprochen. Du hast hier an der Seite immer die Kriterien vom Narzissmus gesehen. Wie wirkt sich jetzt dieser Face-to-Face-Narzissmus, der verdeckte Narzissmus eigentlich aus? Kommen wir zum Punkt 2. Die verdeckte pathologisch-narzisstische Grundstruktur in drei Phasen aus der Sicht eines Opfers. Das ist Lovebombing, das ist dann Gaslighting, das ist die Ausbeutung. Gehen wir auf das Lovebombing. Die erste Stufe, da kommt also ein verdeckter Narzisst, trifft einen Partner. Und was macht der Narzisst? Was streut er da jetzt ein? Beziehungsstruktur und die Idee dahinter. Die Beziehungsstruktur ist in der ersten Phase einer pathologisch-narzisstischen Beziehung ködert der Narzisst seine Opfer mit teilweise vollkommen absurden Idealisierungen und unaufhörlichen massiven Liebesbezeugungen. Das Opfer fühlt sich wie im siebten Himmel. Endlich! Die Liebe des Lebens ist endlich da. Was ist die Idee dahinter? Einen Gedankengang zu vermitteln. Du bist großartig, du bist frei, du hast einen freien Willen, du hast dein Leben selber in der Hand, vom Slumdog zum Millionär. Kaufe und leiste dir, was du willst. Wir bieten dir das Glück und den Himmel auf Erden. Jede Shopping-Mall mit der tollen Hintergrundmusik und den bunten Schaufenstern ist der Beweis, dass wir für dich da sind. Also Beziehungsstruktur des verdeckten Narzissten in einer Einzelbeziehung, also Mann und Frau. Und dann die Idee dahinter aus der Gesellschaft. Zünden wir mal Stufe 2, das Abhängigmachen, das Gaslighting, die Doppelbotschaften. Gehen wir wieder, Beziehungsstruktur und die Idee dahinter aus der Gesellschaft. Die Beziehungsstruktur, Mann-Frau. In der zweiten Phase einer kranken narzisstischen Beziehung macht der Narzisst seine Opfer gezielt immer stufenweise immer abhängiger. Und zwar durch unterschwellige, subtile Doppelbotschaften, Abwertungen, unverständliche plötzliche Stimmungsschwankungen, passive Aggressionen und so weiter. Eigentlich müsste doch der Partner dann gehen. Aber die Hoffnung und der Wunsch auf eine Renaissance, auf eine Wiederherstellung dieser Liebe des Lebens, dieser siebte Himmel, der bleibt so tief im Opfer bestehen. Die Idee der Gesellschaft dahinter, jetzt wieder Metaebene von der Gesellschaft. In unserer Werbung informieren wir dich sachlich über unser gigantisches Angebot. Wähle doch freiwillig all das aus, was wir dir empfehlen. Kauf es sofort, denn wir bieten dir den Kredit. Lebe im Hier und Jetzt und du denke bitteschön immer positiv. Das ist Gaslighting. Wo kommt der Name eigentlich her? Gaslighting. Es gab 1938 von Patrick Hamilton ein Theaterstück. Dies hieß Gaslight. Und vielleicht ist der 6 Jahre später erschienene Film Das Haus der Lady Allquist etwas bekannter mit Ingrid Bergman. Dort war das nämlich so, eine junge Frau verliert ihre Tante, die verstarb, vielleicht sogar ermordet. Nach einigen Jahren lernt sie einen jungen Mann kennen, den sie heiratet. Und er wird immer sonderbarer und der bringt diese junge Frau immer mehr in den Wahnsinn, dass sie Dinge sieht angeblich und die doch nicht da waren. Und auf einmal, und sie sieht immer ein Gaslicht, ein Gaslighting. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, der Ehemann hat früher die Tante von ihr ermordet und war, um den Schatz, die Habseligkeiten von der Tante zu finden, in dem Haus permanent mit einer Gaslampe unterwegs. Daher kommt der Begriff Gaslighting, jemand führt den anderen in den Wahnsinn, macht ihn abhängig, Doppelbotschaften und so weiter. Aber das ist ja noch nicht die Stufe 3, das war jetzt Stufe 2, das Gaslighting. Jetzt gehen wir in Stufe 3, Ausbeutung, Hass und zynische Verachtung. Vielleicht magst du dir das Video anschauen im Nachhinein, was ich dir jetzt hier zeige. Toxische Menschen, halte dir die Narzissten auf Distanz. Da wird auch darüber über Gaslighting, über Lovebombing und dann die Ausbeutung nochmal in Ruhe gesprochen. Dritte Stufe also, erstmal Beziehungsstruktur 1:1 und dann die gesellschaftliche Ebene. Die Beziehungsstruktur,
Hier zerstört der Seelenvampir rigoros und systematisch sein Opfer durch Demütigung, durch Abwertung, durch Hass und durch Verachtung. Er selber aber blüht auf, er lebt, während seinem Opfer alle Energie und der Bezug zur Realität entschwindet. Jetzt gehen wir in die Gesellschaft, denn der verdeckte Narzissmus ist Teil unserer Gesellschaft. Wenn du von der Freiheit, die wir dir erschaffen, profitierst, musst du auch Gebühren zahlen, sagt die Gesellschaft. Du brauchst ja, die brauchen wir, diese Gebühren, für deine Absicherung. Aber du bist nie genug, du wirst auch nie genug sein, um in Ruhe von uns gelassen zu werden. Unsere Bürokraten leben von deiner Leistung, dass du alle Formulare ausfüllst. Verschmelzung mit einem Gesellschaftsideal kommt mir jetzt gerade in den Sinn, des Kaisers treuer Diener. Alles tun, was die Gesellschaft von einem will. Dann unser Krankheitssystem lebt von deinem Burnout. Ich sage ganz bewusst das Krankheitssystem, nicht das Gesundheitssystem. Unsere Gerichte, Gerichtsvollzieher leben davon, dass du deine Freiheit missbrauchst. Und unsere Gefängnisse sind angefüllt mit Menschen, die einfach mit dieser total tollen Freiheit einfach nicht umgehen können. Fragst du dich vielleicht auch, was so ein verdeckter Narzisst von so einer Beziehung hat? Die Antwort ist relativ einfach. In einer pathologisch kranken, narzisstischen Beziehung geht es ausschließlich um Macht, um Kontrolle, um Manipulation. Aber warum ist das so? Das falsche Selbst, das leere Selbst eines Narzissten oder eines Perfektionisten, aber eher nehmen wir jetzt mal den Narzissten, der auch die Grandiosität hat, egal ob verdeckt oder offen. Das falsche Selbst braucht permanent Energie von außen, um von seiner eigenen Leere, seiner eigenen kümmerlichen Realität abgelenkt zu werden. Der pathologische Narzisst erlebt von der Energie seiner Opfer wie ein Seelenvampir. Und wenn er sie ausgelaugt hat, wirft er sie weg und geht zum nächsten Opfer über, weil er kriegt nie genug. Aber wie sieht das richtige, das sinnhafte Selbst des liberalistisch-sozialistischen Kapitalismus aus? Also jetzt gehen wir wieder in die Gesellschaft. In der Gesellschaft heißt es, Konsum und Spiele werden zum moralischen Maßstab. Konsum und Spiele, Brot und Spiele fällt mir jetzt dabei aus der Römerzeit an. Der einzelne Mensch, jetzt wieder gesellschaftlich betrachtet, und du siehst immer wieder, verdeckter Narzissmus ist ein gesellschaftliches Problem und nicht ein Einzelproblem, dieses Face-to-Face, sondern es entspringt einer Gesellschaft. Wir atmen alle diesen Gedankengang ein, wie zum Beispiel Brot und Spiele. Der einzelne Mensch ist nämlich dazu verdammt, aufgrund der gesellschaftlichen Struktur, mit Hilfe von milliardenschweren Werbeinvestitionen oder ich würde mal sagen Werbemanipulationen, immer wieder neue Gegenstände wie Kühlschrank, Auto, Märkte produziert, verkauft und kauft, um damit angeblich ein Überleben von dir selbst zu garantieren. Und die sozialen Medien, die passen diese Konditionierung heutzutage perfekt und individuell an. Also richtig ein Markt draus geworden, eine Wissenschaft draus geworden. Und das Wichtigste in dem Zusammenhang, das muss auch erwähnt werden, ist Folgendes. Da darf man nicht oft genug drüber nachdenken. Da muss man immer wieder sich dessen bewusst sein. Das Wichtigste hierbei ist bei dieser Manipulation die liberalistische Freiheits- und Aufklärungsideologie, in der wir uns befinden. Sie kennt keine psychische Gewalt oder Macht, weder theoretisch noch praktisch. Es gibt keine Gewalt. Sie ist da, du atmest sie ohne Gewalt. Du wirst nicht zwangsbeatmet, weil es gibt fast nichts mehr anderes als diesen Gedankengang des verdeckten Narzissmus in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft. Weil das sind perfekte Voraussetzungen für die Entwicklung eines verdeckten, pathologischen, krankhaften, narzisstischen Charakters in unserer Gesellschaft. Das sind die allerbesten Voraussetzungen. Der Narzisst sagt ja an dieser Stelle, jetzt sind wir wieder bei dem einzelnen Narzisst und Partner, der Narzisst sagt an dieser Stelle zu seinem in Selbstzweifeln versinkenden, leise Kritik äußernden Partner, Schatz, das alles bildest du dir nur ein. Vielleicht bist du ein wenig verrückt geworden. Stichwort Gaslighting. Ein Außensteller könnte jetzt zynisch sagen, die Oma auf der Kaffeefahrt hat doch selber Schuld, dass sie eine Decke für 200 Euro kauft, die eigentlich nur 2 Euro wert ist oder 5 Euro wert ist. Werbung ist doch nicht manipulativ. Ich habe doch auch kein iPhone. Tja, du merkst, das ist ein Geist, der heute eingeatmet wird. Wo kommt dieser Geist her? Teil 3. Instagram,
TikTok, Tumblr und so weiter und der pathologische Narzissmus. Jetzt möchte ich mal einen Israeli zitieren, Jahrgang 61, Sam Vaknin. Sam Vaknin ist ein bekennender pathologischer Narzisst. Das sagt er von sich selber. Er hat einen extrem hohen IQ und er hat sich als sehr bekannten Spezialisten herausgearbeitet für das Thema Narzissmus. Und er hat was ganz Interessantes gesagt zum Thema Narzissmus in unserer Gesellschaft. Die sozialen Medien sind als Netzwerke so konzipiert, dass sie Menschen dazu antreiben, sich selbst in einer pathologisch-narzisstischen Selbstbespiegelung darzustellen. Wir werden dazu ermuntert und tun das. Auf allen Kanälen, wie soll ich auch, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, uns selbst in einer pathologisch-narzisstischen Selbstbespiegelung darzustellen. Und damit infantilieren, isolieren diese Medien einzelne und ganze Gruppen und produzieren was am Ende? Wenn sie isolieren, distanzieren? Hass und Intoleranz. Das ist eine logische Schlussfolgerung, wenn Gruppenbildung ist. Früher waren sie gleichgeschaltet, nicht so individualistisch. Heute versucht jeder individualistisch zu sein und sich selbst zu bespiegeln. Ich habe eine eigene Idee, ich habe einen eigenen Selbstwert, aber dadurch kommen immer mehr Grabenkämpfe in unserer Gesellschaft voran. Vielleicht, ich verlinke mal in der Infobox einen Bericht von dem Bayerischen Rundfunk, wo es um Extremismus in sozialen Medien geht. Schaut das einmal rein, dieser Bericht ist sehr lesenswert. Aber als Fazit jetzt erstmal zu dem Teil 3 ist jetzt schon mal das als Zwischenfazit folgendes. Der verdeckte Narzisst ist nicht unbedingt nur Täter, er ist das Opfer unserer Gesellschaftsideologie. Die Gesellschaftsideologie, die jeder von uns einatmet. Die Auswirkungen von unseren sozialen Medien sind zum einen die Reduzierung auf Oberfläche, Hochglanz und Bilder. Das ist ja 3.1, diesen Punkt. Aber auch 3.2, Macht statt Wahrheit, der Geburtshelfer für Fake News. Gehen wir erstmal auf Reduzierung auf Oberfläche, Hochglanz und Bilder. Für pathologische Narzissten, krankhafte Narzissten, sind diese sozialen Medien ein perfektes Instrument, um sich selber bewundern zu lassen und ihre Opfer anzulocken. Und auch wenn sich das ein bisschen hart anhört, aber was war das Ergebnis der selbstverliebten Weimarer Republik? Ganz am Ende in der Nazizeit die Konzentrationslager, denn Auschwitz war das psychopathische Resultat wissenschaftlich nicht begriffener sozialer, pathologisch-narzisstischer Prozesse, nicht einzelne, es kam nicht plötzlich, sondern narzisstischer Prozesse aus der selbstverliebten Weimarer Republik heraus. Das muss man sich einfach mal vergewissern. Und deswegen muss man auch die Frage gestatten, stehen wir heute an der Vorstufe für noch etwas Schlimmeres, dem wir entgegengehen, wenn die Menschheit diese sozialen Prozesse nicht sozialrealistisch objektiviert und beim moralistischen Gesinnungsdenken einfach stehen bleibt. Moralistisches Gesinnungsdenken, da fällt mir jetzt ein, gerade in Zeiten von Corona, wird immer mehr in zwei Klassen unserer Gesellschaft unterteilt, die ich jetzt nicht auf- oder abwerten möchte. Aber die einen sind die Moralisten, die anderen sind die Freiheitskämpfer. Wer von beiden hat recht? Eigentlich hat niemand von beiden 100% recht. Sie sollten mal aufeinander zugehen und ihre Informationen austauschen. Aber ich habe das Gefühl, dass das moralistische Denken immer tiefere Grabenkämpfe in unserer Gesellschaft hervorruft. Wir sind heute die Mitläufer innerhalb der herrschenden Ideologie, die früher 1933 dem Nationalsozialismus hinterhergelaufen sind. Diese Frage hat schon Zündstoff, ne? Denn im Nationalsozialismus mit seiner Volksgemeinschaftsideologie gab es interessanterweise mehr Soziologen als in der Weimarer Republik, die ich eben gerade noch als selbstverliebte Republik bezeichnet habe. Ein Soziologe ist derjenige, der die Grundstrukturen menschlicher Gesellschaft untersucht. Und damals waren es halt die Rassen- und Abstammungslehren. Ja, auch gehen wir weiter. Ich bin immer noch bei einem, bei einer Abrechnung mit unserer Gesellschaft, die immer mehr Narzissten hervorruft. Konstruktive oder Denkmodelle sind zum Beispiel der Konstruktivismus und die funktionalistische Systemtheorie. Beides von vielen Wissenschaftlern heute bevorzugt angewandte Denkmodelle, die unsere Gesellschaft durchziehen.
Aber was haben die zum Beispiel hervorgebracht? Nehmen wir nur mal den Konstruktivismus. Er sagt, der Konstruktivismus, Wissen ist nicht ein Abbild der Realität, sondern Wissen ist das Ergebnis eines Erfindens von Wirklichkeit. Die persönliche Wirklichkeit wird im Gehirn erschaffen. Das Gehirn schafft sich ein eigenes Bild und seine eigene Realität. Der Geburtshelfer für Fake News. Gesellschaftliche Strukturen werden für die sozialen Systeme zum nicht mehr erreichbaren Jenseits der Umwelt. Menschen werden einfach dissoziiert, aufgespalten zu psychischen Systemen und Menschen werden zum Spielball unserer sozialen Systeme. Merkst du etwas, welchen Geist wir einatmen heute? Häufig erkennen Personen innerhalb pathologisch-narzisstischer Beziehungen erst ganz, ganz, ganz spät, dass sie das Opfer waren von Anfang an in einer bösartigen, manipulierten Beziehung mit einem bösartigen, manipulierenden Menschen. Im Extremfall werden diese Opfer dann in den Wahnsinn oder in den Selbstmord getrieben. Und eben gerade habe ich den Israelit Sam Fagnin zitiert. Er geht noch weiter in seinen Befürchtungen. Er sagt mit seinen Worten, wir stehen vor einem möglichen Übergang von einer globalen Gesellschaft heute mit einer pathologisch-narzisstischen Grundstruktur in die Zukunft zu einer psychopathisch-narzisstischen Gesellschaft. Also, was wir heute schon als schlimm bezeichnen, als eine pathologisch-narzisstische Denke hin zu einer psychopathisch-narzisstischen Denke. Wo soll das noch hinführen? 3.2. Macht statt Wahrheit ist die postmoderne Devise. Fake News wird gesellschaftsfähig. Vor 300 Jahren gab es den Beginn des Zeitalters der Aufklärung. Das war die revolutionäre, liberale Idee der Freiheit. Und die revolutionäre, die liberale Idee der Freizeit ist heute verkümmert zu einer liberalistischen Freiheits- und Aufklärungsideologie, die, was kann sie? Echte Freiheit nur blockieren. Eine Werterevolution, das könnten wir heute gebrauchen. Aber andererseits muss man Folgendes denken, wenn du das mal die Geschichte der Menschheit betrachtest, es war immer der Weg Learning by Doing, Try and Error. Man muss den Menschen auch mal gestatten, Fehler zu machen. Und deswegen am Schluss, ich blicke optimistisch nach vorne. Ja, wir sind an einer Gratwanderung, aber wir werden es wie diese Schnecke hier auf dem Bild. Wir werden es schaffen, langsam aber sicher. Und ich persönlich gehe sehr optimistisch in die Zukunft, weil es gibt auch immer mehr Stimmen, die zeigen, schaut, passt auf, das ist der Narzissmus. Wie zum Beispiel durch die Kommentare von euch Zuschauern und die dann Auslöser von einem Video sind, dass man zeigt, ja, das sind verdeckte Narzissten. Vielleicht war es nicht so ganz entsprechend, dass der Wunsch meiner Zuschauerin, dass ich jetzt auf die Gesellschaftskritik hingewiesen habe, aber wenn ihr mal überlegt, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir in einer Gesellschaft leben, die diesen Geist überall vorherrschend hat, dann ist Aufklärung das beste Mittel, etwas anderes einzuatmen. Dass wir uns also eine Narzissmusmaske vors Gesicht tun sollten, um diesen Geist, diesen Virus, diesen Bacillus nicht einzuatmen. Ich bin mir ganz sicher, dass es immer mehr Aufklärungsvideos, Aufklärungsmenschen gibt und dass wir als Community diesem Gedankengang, diesem Geist entgegengehen. 30 Minuten sind jetzt schon längst vorbei. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Geduld, dass du diesem Kanal die Treue zeigst durch ein Like, durch ein Abo, das wäre ganz toll. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bitte nutzt die Kommentarfunktion für weitere Fragen, wenn ich in einem bestimmten Thema etwas tiefer reingehen soll. Und ansonsten, wenn du ein persönliches Gespräch haben möchtest, du siehst hier zwei Webseiten, wo meine Kontaktadresse drauf ist. Da können wir gerne miteinander in einen persönlichen Kontakt treten, wenn du ein persönliches Coaching, ein Mentoring haben möchtest. Alles, alles Gute. Bleib neugierig. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Markus.